Hallo und willkommen. Heute ist der 18. Dezember, das heißt das 18. Türchen wird geöffnet. Und das heißt, dass jetzt F1 Racestars ansteht. F1 Racestars ist, das ist so ein sozusagen Hybrid zwischen Mario Kart und Formel 1. Ist ein sehr eigenes Spiel. Sehr eigen, das könnt ihr mir glauben. So. Wir spielen jetzt einfach mal. Und zwar ein Spieler. Das Spiel hat so mittelmäßige Reviews erhalten, das liegt einfach vor allem an dem Grund, es ist entweder extrem einfach oder es ist extrem schwierig. An sich ist eine coole Idee, aber es ist nicht konsequent umgesetzt, meiner Meinung nach. Werdet dann schon noch sehen, wieso. So, welche Strecke wählen wir? Nehmen wir mal Deutschland. Wir können zwischen mehreren Tasten auswählen. 1000 Kubikzentimeter sind natürlich die langsamsten. 2000 sind die mittler schnellen und die 3000 die ganz schnellen. Die nehme ich jetzt. Und jetzt kann ich noch auswählen, wenn ich fahren möchte. Dabei ist es eigentlich nicht entscheidend, wer man fährt, sondern für welches Team man fährt. Weil die Fahrer haben die gleichen Fähigkeiten, wenn sie in einem Team sind. Hier haben wir Sebastian Vettel, da ist er noch für Red Bull gefahren. Mark Webber, da ist er noch gefahren. Jenson Button ist ja auch erst gerade zurückgetreten. Hamilton fährt für Mercedes. Alonso fährt Stand 2. Dezember 2016 noch immer für McLaren. Massa ist zurückgetreten. Schumi ist im Koma. Rosberg ist am 2. Dezember zurückgetreten, also heute. Kimi Räikkönen fährt noch für Ferrari. Grosjean fährt für Haas. Paul Di Resta fährt wieder DTM. Nico Hülkenberg wechselt zu Renault. Kamui Kobayashi fährt inzwischen bei Toyota in der WEC. Sergio Perez fährt noch immer Force India. So, wen haben wir noch? Daniel Ricciardo fährt inzwischen für Red Bull. Jean-Eric Wern fährt Formel E. Pastor Maldonado crasht irgendwo anders. Bruno Senna fährt Formel E. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass der nicht mehr Formel 1 fährt. Der hat sich eigentlich überhaupt nicht verdient, in der Formel 1 zu fahren. Sorry. Heikki Kovalainen hat die Super-GT-Meisterschaft gewonnen dieses Jahr. Vitali Petrov. Keine Ahnung, was der macht. LMP2 fahren, glaube ich. Pedro de la Rosa ist, glaube ich, noch immer Testfahrer. Narain Kartikeyan. Nie mehr was von dem gehört. Timo Glock fährt DTM und hat sich im Bart wachsen lassen. Und Charles Pic, von dem habe ich nichts mehr gehört. Dann gibt es noch zwei Teams, die es noch nicht, die neu sind, beziehungsweise die es nur in diesem Spiel gibt. Und da fährt Jessica Checker und Ruby Power. Wir hatten ja sonst keine Frauen, also nehmen wir einfach ein paar Frauen. Dann noch Kira Hoshihara und Josh Merritt. Ja. Warum die da sind, das weiß ich auch nicht. Gehören nicht hierhin. Nehmen wir mal den Alonso hier. Hi, I'm Alonso. Ach ja, richtig. Und jeder hat eine andere Stimme. Come on by. Ready. Sind natürlich nicht die Originalstimmen. Und die Mercedes Stars haben keine Stimme. Warum auch immer, vielleicht Programmierfehler. Hey! Salut! Hey, okay! How's it
going. Hello. Let's race. Hey! Greetings! Hola! Reo! Como está? Good! Hello! How are you? Hello! Was für ein Akzent? So, nehmen wir mal den Ferrari mit Alonso. Zwei Runden. Schaden normal, Power-Up Standard. Boah, ich bin überhaupt nicht mehr trainiert. Vielleicht hätte ich doch drei Runden auswählen sollen. Weil zwei Runden sind ein bisschen wenig. Es fährt etwa von jedem Team einer mit, glaube ich zumindest. Ah, ich hab's vergessen, das ist die falsche Taste. Oh, Safety Car. Das bremst ihn wieder ein. Sollte es zumindest. Und diese Power-Ups sind zum Teil wirklich viel zu stark. Oh, jetzt wurde ich auch mal getroffen. Juma. Zerstörbarkeit. Zium. Turbo Boost. Und zwar dreimal. Da wäre eine Werkstatt gewesen. Jetzt sehe ich nicht mehr so viel. Hab mich selten beeinträchtigt. Da war ich selbst schuld. Während der Sack. Und los geht's. Da ist die Box. Da ist die Box. Wow, ich bin total chancenlos. Ein bisschen Geschwindigkeit, wenn man letzter ist, muss ich sagen. Ah. Also ich bin dem Spiel überhaupt nicht mehr vertraut. Früher habe ich da gern mal gewonnen. Wow, das hat mir wahnsinnig viele gebracht. Aber diese Setup, diese Power-Ups fand ich zum Teil wirklich schon oft unfair. Weil einige einfach so schnell sind und die Power-Ups einfach überhaupt nicht verhältnismäßig sind. So, jetzt geht's wieder ein bisschen schneller. Und plötzlich bin ich Erster und das ist erstmal scheiße, total unlogisch.
So, das reicht mir noch. Ja. Gerade noch so gewonnen. Auf den letzten Metern. Das war jetzt knapp. LOL. So habe ich mich offenbar genannt. Oh, der Geheimgang wäre offen gewesen, wie ich sehe. Ist ja wurscht. So, man schaut sich mal diese Platzierungen an. Ferrari, Force India, Sauber, Lotus, Williams, Technova Star, das ist eben das neue Team. HRT, Marussia, Satsu, Eisler, Caterham, Mercedes, McLaren. Wow, Mercedes an 11. Stelle, das hat man ja selten gesehen. Und ja, das ganze Spiel verhält sich jetzt so, es ist nicht gerade das Gelbe vom Ei, es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht wirklich so ein Spiel, das ich jedem empfehlen würde. So, wählen wir mal eine andere Strecke. Wählen wir Belgien. Und diesmal die Tausender, damit man den Geschwindigkeitsunterschied ein bisschen sieht. Ja, das habe ich ja schon gewählt. Muss ich nicht nochmal. Ach ja, richtig. Das Item hier unten, das kriegt man dann da dreimal. Teil. Nehmen wir noch den Kimi. Kimi ist ja ein Belgien-Spezialist, der sollte ja klarkommen. So, die blöde Vorschau lassen wir mal. Fährst falsch rum, Kimi. Schlechter Start. Naja, besser als letztes Mal. Da gibt es mal einen Start durch. Einmal Booster halten. Und da bräuchte ich Schlüssel. Gut, ist ja auch nicht das erste Mal, dass Kimi weiß, ich verfährt. So, Eau Rouge. So, komm, ein bisschen Geschwindigkeit muss sein. Komm schon. Okay, jetzt bin ich aus Versehen die Boxengasse gefahren. Macht auch nichts. Ich bin doch schon letzter! Was wollt ihr noch? Das ist ja echt nicht. Ich wollte eigentlich in die Box, aber egal. Wow, mit Abstand letzter. Aber es geht drei Runden diesmal. Und plötzlich bin ich wieder im Feld. Was die Scheiße soll, weiß ich auch nicht. Lassen wir es. Lass mich einfach durch, Mann. So, gehen wir zuerst mal in die Box. Thank you.
den dreifachen Turbo zu erhalten, muss man immer kurz loslassen. Achterbahn. Ah, nochmal dreimal Boost. Sehr schön. Wow, die zwei sind ja wirklich viel zu weit vorne. Hol ich mir mehr. Nehmen wir den normalen Weg diesmal, sollte doch hoffentlich kürzer sein. Ah, und ich fahre auch absolut rein hinein. Macht sehr gut. Ja, gut. Dieses Rennen ist für die Katz. Kann ja auch nicht alles gewinnen, ne? Naja, egal. Also, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und tschüss, ne?